Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Equine Passion, das Browser Game. Vielen herzlichen Dank als allererstes für die vielen Kommentare auf meinem ersten Video. Es freut mich, dass euch die erste Folge so gut gefallen hat, weil ich spiele wahnsinnig gern Equine Passion und ich denke noch lieber mit euch gemeinsam. Wir haben Anfang Mai, Ende April waren die Turniere, auf denen ich natürlich unterwegs war. Ihr seht hier schon, ich habe ein bisschen Kohle gemacht, denn SL No Color hat in Reigning TK1 den 9. Platz gemacht und hat 1300 Credits gewonnen, was mich super freut. Außerdem haben wir noch ein bisschen Kohle durch die Einsteller gebracht, bekommen von SL Performance Horses. Somit können wir uns jetzt eigentlich schon eine Führanlage leisten. Wir zahlen auf jeden Fall jetzt mal 3500 EQ ein und haben somit genug Geld für die Führanlage. Eine Führanlage ist cool, weil mit einer Führanlage braucht man nicht mehr spazieren gehen. Da sind die Pferde automatisch 10 Minuten bewegt und die werden dann von der Kondition her nicht mehr schwächer. Und ich habe ja in meinem Stall 15 Offenstallplätze und wir brauchen quasi, wenn wir die Führanlage haben, pro Pferd, das die Führanlage nutzt, eine Aufgabe vom Stallarbeiter und der kann 15 Aufgaben machen. So rum ist es, oh mein Gott. Aber ich überlege jetzt gerade, weil ich hätte so wahnsinnig gerne ein Champagne und ja, mit 15.000 irgendwas könnte ich noch mal ein Pferd importieren oder ich könnte einfach mal im Markt gucken, ob ich ein Pferd finde. Als allererstes gucken wir aber jetzt mal nach, ob wir schon weiteren Nachwuchs bekommen. Nein, bisher ist noch nichts passiert. Och Mann, ich möchte noch ein Kind haben und es dauert so furchtbar lang. Der Thomas wird auch bald ein Jahr alt. Das heißt, noch 5 Jahre warten. Das ist, glaube ich, lange. Ich glaube, ein Jahr in Horse Reality ist irgendwie ein Monat. Mit 6 Jahren kann der Thomas dann sein erstes Pferd reiten. Das muss ein Pony sein. Und ich habe schon mal ein bisschen gesucht nach Ponys, nach Shetland-Ponys, weil ich die mega süß finde. Habe eventuell auch eins gefunden, bin mir aber jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich das dann tatsächlich haben möchte, weil es nicht ganz billig ist. Vielleicht importieren wir uns auch eins. Wir könnten ja einen Fohlen importieren, Leute, fällt mir gerade auf. Weil Fohlen sind eigentlich immer günstiger. Moment. Wir gucken jetzt, bevor wir die Pferde versorgen, gucken wir jetzt einfach nach. Shetland Pony, 6 Monate. Stute ist eigentlich egal, oder? Chance auf seltene Farbe. Schimmel wollen wir nicht, weil haben wir schon so viele. Chance auf seltene Zeichnung. Für 7.100 könnten wir ein kleines Shetland Pony bekommen. Jetzt, wenn wir das gleiche mit einem Quarter machen, dann sind wir auch nicht viel teurer. Weil wir könnten dann theoretisch, könnten wir ja dann eins importieren, oder? Aber weil wir haben, also 3 Jahre dauert es, also 2,5 quasi, wenn das Pferd mit 6 Monaten zu uns kommt, dauert es 2,5 Jahre, bis es reitbar ist. Dann müssen wir es noch ausbilden, bis es dann der Thomas reiten kann. Das heißt, das Pferd da müsste jetzt kommen, dass es dann fertig ist, wenn Thomas soweit ist. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob wir im nächsten Teil ein Shetland Pony importieren sollen. Oder ob wir lieber ein Quarter oder ein Paint Horse importieren sollen. Aber mit denen habe ich super schlechte Erfahrungen gemacht. Ich sag's euch gleich, wie es ist. So, jetzt wechseln wir erstmal zu Patrick, weil Patrick, der versorgt meistens die Pferde. Gefühlt jeder braucht eine Wurmkur. Ach so, jetzt Moment. Ich habe es heute mal wieder nicht im Griff. Tierarzt, was brauchen wir denn alles? Ein paar brauchen Hufschmied. Das heißt, den Hufschnitt, den können wir hier machen. Und dann geht es hier weiter.
Dann habe ich nicht so viel zu tun jetzt hier. So, Wurmkur für Splashed Lies. Wurmkur für Blue Spook. Brauchst du auch eine Wurmkur? Nee, dich hatten wir, glaube ich, gestern. So, dann das Foli versorgen. Alles okay. Du brauchst auch eine Wurmkur. SL No Color. Sie war 9. Platz beim Turnier. Okay, du hast nichts. Wie sieht's bei dir, kleinen Mann, aus? Ja. Dark Knight braucht auch. Wie spät ist es jetzt? Okay. Haben wir noch Zeit? So. Und die Sandy kann nämlich dann die Pferde versorgen. So, dann gucken wir noch mal, ob er noch Fähigkeiten trainieren muss. Nee, das geht eigentlich. Dann könnten wir eigentlich mit Trail anfangen. Unterricht vom Partner. Und zwar 50 Minuten in den Grundlagen. Denn wir müssen nämlich nur einmal bezahlen für das Training. Wenn wir jetzt zu Sandy, ach so, er kann jetzt noch 2 Stunden arbeiten gehen. Weil wenn wir jetzt nämlich wieder zu Sandy wechseln, jetzt bei ihm ist es nämlich schon 22 Uhr, dann hat die Sandy in ihrem Tag jetzt 50 Minuten mit ihrem Mann trainiert. Wir müssen aber dafür kein Geld ausgeben. Also das ist eigentlich ganz cool. Und an Tagen, wo keine Turniertage sind, ist es eigentlich immer eine gute Idee. Hat Nasenfluss, der kleine Fratz. Okay. Da müssen wir den Tierarzt rufen. Ja, es ist akut. Es ist okay. 50. Das ist tatsächlich sehr teuer. Dann trainieren wir ihn noch. Im Moment gehe ich immer noch spazieren, sobald wir eine Führanlage haben. Die Führanlage kostet 20.000, habe ich schon erwähnt. Ich glaube es schon. Sobald wir eine Führanlage haben, muss ich nicht mehr spazieren gehen. Was schon cool ist. So, 40 Minuten Grundlagen. Also Blue Spook ist zum Beispiel auch super schlecht, ne? Also ich habe 2 Nachkommen gezüchtet von SL Splashed. Nein, SL White Lies. Und der war eigentlich super schlecht. Und der hier, Splashed Lies, ist auch von ihm. Und der ist genauso schlecht, leider. Seht ihr, der hat überall Minus. Und man sollte immer gucken, dass das Pferd nirgendwo Minus hat. Und ja, die beiden Pferde muss ich auf jeden Fall hergeben, aber ich habe im Moment nicht so viele Pferde. Deswegen habe ich sie noch nicht hergegeben. So, 70. Dann haben wir nochmal 20, oder? Dann können wir nochmal Grundlagen machen. Bei Pferden, die schon relativ viel Kondition haben, gehe ich nicht extra noch spazieren. Hat auch Nasenfluss. Warum denn? Warum sind denn jetzt alle Pferde krank? Ist ja sehr anstrengend hier. Mit den kleinen Folis, ne? Die kleinen Fohlen sind immer krank, wie im echten Leben. Mein Foli damals, der hatte auch, oh mein Gott, der hatte auch immer alles gefühlt. Dann, SL No Color. Da gehen wir jetzt mal 40 Minuten, das reicht. Sie hat nämlich schon 80 Minuten. Und das müssen wir eigentlich jetzt nur noch halten. Sie hat 90, das heißt, wir gehen jetzt einfach hier 30 Minuten. Dark Knight ist noch ein kleines süßes Fohlen. Habe ich ihn schon zur Fohlenschau angemeldet? Die Fohlenschau ist immer Ende Juni. Ja, haben wir. Also nicht mehr lange. Und nach der Fohlenschau, wenn die 6 Monate alt sind, dann können wir die Teuerner verkaufen. Im Moment ist er zum Beispiel nur 3.489 EQs wert. Oder Credits oder was auch immer die Währung hier ist. Ich kenne mich damit nicht so aus. Und nach der Fohlenschau, wenn er die besteht und die gut besteht, dann ist der meistens so doppelt so viel, sind dann die Folis wert oder sogar noch mehr. Das ist richtig cool mit der Fohlenschau. Habe ich jetzt Candy Crush schon gemacht? Ja, oder? Ja, habe ich. Dann kommt noch die Lorelei. Die blutet leicht, aber das haben wir ja gerade schon gemacht.
Dann gehen wir spazieren, longieren und ausreiten. Und unsere kleine Taylor Swift muss noch bespielt werden. Dann haben wir 21.20 Uhr. Das ist jetzt mega undankbar, weil ich ja jetzt nicht mehr arbeiten gehen kann. Dann hätte ich gesagt, könnte ich noch meine Fähigkeiten weiter trainieren. In Raining ist sie schon, ja, fertig für die nächsten Monate, hätte ich gesagt. In Trail hat sie tatsächlich erst angefangen. Und ja, da sind wir noch ein bisschen. Jetzt gehen wir mal nochmal die hier, dann verschlafen wir zwar morgen ein bisschen, aber eine halbe Stunde, hätte ich gesagt, ist absolut in Ordnung. Dann zahlen wir noch das restliche Geld ein. Und dann haben wir jetzt 21.000 gespart. Und jetzt ist die Frage, ob wir uns dafür Pferde kaufen oder ob wir eine Führanlage bauen. Ich bin mir tatsächlich noch nicht ganz sicher, was ich machen soll. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was wir machen sollen. Pferde kaufen oder Führanlage bauen. Eine Führanlage ist definitiv cool. Aber neue, tolle Pferde auch. Ich hätte gesagt, ich gucke jetzt nochmal, ob ich ein Champagne finde, das ich euch dann noch zeigen kann. Denn ich hätte wahnsinnig gern ein Champagne. Das mache ich aber im Off, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen in Anspruch nehmen, denn hier seht ihr die ganzen Sachen, nach denen wir suchen können. Aber man kann, wie gesagt, leider nicht nach Champagne suchen. Das ist sehr, sehr schade. Und ja, deswegen wird es wohl ein bisschen dauern, wenn ich überhaupt ein Champagne finde. Ich habe tatsächlich hier im Spiel noch nie ein Champagne gesehen. Und ja, würde es mir einfach auch gerne mal angucken, wie so ein kleines Teilchen aussieht. So, ich habe leider keinen Champagne gefunden. Falls einer von euch einen Champagne hat, dann schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie ihr heißt. Dann komme ich euch stalken. Das klingt jetzt irgendwie wie eine Drohung. ist aber tatsächlich nur ganz lieb gemeint. Falls ihr auch schöne Paint Horses zu verkaufen habt für nicht utopisch viel Geld, dann schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Falls der ein oder andere von euch einen Paint Horse zum Beispiel zu verkaufen hat oder auch ein Shetland Pony, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare und vergesst nicht euren Equine Passion Namen, den Namen des Pferdes und was ihr euch für den Mann oder für die Frau vorstellt. Ich bevorzuge im Moment Stuten, obwohl ich jetzt einen super süßen Splashed White gesehen habe in Black. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Der kostet 20.000. Danach wäre ich wieder komplett pleite leider. Aber dann hätte ich gesagt, beende ich das Let's Play für heute. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was wir machen sollen. Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!